Hi und willkommen zurück zu Let's Play Marvel's Avengers. Das letzte Mal haben wir mit Kamala Khan uns am Avengers Day amüsiert, sind auf den VIP-Balkon gegangen und haben gemerkt, dass die Golden Gate Bridge ein bisschen überfallen wird. Und deswegen, ohne jetzt groß rumzulabern, machen wir einfach direkt da weiter, wo wir aufgehört haben, indem wir herausfinden, was mit der Chimera da jetzt genau abgeht. Was geht da vor sich? Ich weiß es nicht, Ned. Anscheinend hat der Reaktor eine Fehlfunktion. Ich sehe seltsame Werte. Wir driften zu einem Wärmesignal in der Bucht. Erstmal kurz auffangen. Ned, er wird die Stadt zerstören. Wiederholen, Cap. Ich kann dich kaum hören. Ned, kannst du mich hören? Oh, Cap Action. Ding, 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 ding. Erstmal Frisbee spielen. An alle Einheiten, die Chimera will Finisher Strike. Evakuiert die Zivilisten. Granate! Los, los, los! Ich sehe nichts. Steve, kannst du mich hören? Ned! Ned! Todd, sind Sie da? Die Verbindung bricht ab. Captain, wir haben ein Problem! Ich weiß, Doc. Sie versuchen, die Chimera zu kapern. Nicht das! Solche Messlatten habe ich noch nie gesehen. Ich komme so schnell ich kann. Ja, das... Ach ja, so. Wieder. Yes. Ah, so. Drüber springen. Stabilisiert sich nicht. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Die Terrigen-Molekularstruktur zersetzt sich zu einem Gas. Etwas speist Energie von unten in den Reaktor. Das ist außergewöhnlich. Nein, erledigt ihn. Doc, ich melde mich gleich wieder. Warum frisst Schild? Das Schiff hält nicht mehr lange durch. Ich versuch's, ich... Oh, das... Hält gar nicht gut aus. Avengers, hört ihr mich? Was ist da draußen los? Na toll. Wer kommt denn da noch? Den Hirten? Den Hirten? Das ist Brooklyn Brawl. Avengers, bitte komm. Der Konvoi transportiert eine tödliche Schalldisruptorbombe. Oh oh. Unsere Feinde wollen sie in der Stadt zünden. Wir stürzen ab. Ich wiederhole, eine Schalldisruptorbombe. Ihr müsst sie sofort sichern. Oh. Oh oh. Eine Schallbombe? Soll das ein Witz sein? Die UN hat die vor Jahren verboten. Dann sehen wir uns das doch mal an. Jo. Hier im Bock. Das nenne ich mal einen Auftritt. Ah, guck mal an, wer da hockt. Taskmaster. Taskmaster. Jo, und der Jetpack natürlich. Wir brauchen den Zünder. Wenn die Bombe hochgeht, wird alles im Umkreis von 10 Meilen verflüssigt. Also, worauf warten wir noch? Tony, Tor, die Kabel! Ich übernehme den Stream mit dem Zünder. Romanoff! Eine frühere Team-Agent zum anderen. Bleib her! Oh, oh, oh. Ich hab seit unserem letzten Treffen ein paar Tricks gelernt. Ach ja, hier ist einer. Heißt, ich tritt dir in den Arsch. Ja.
Der Fuß der Brücke ist gesichert. Uiuiui, das sieht gar nicht gut aus. Ui, moin halt. Leute, ich habe hier ganz seltsame seismische Werte. Tony, LKW! Verstanden. Gott, die Brücke, die wird's nicht mehr lange mitmachen. Hungrig? Mh, lecker. Bisschen aus Zeit essen. Ich nehm das hier. Ich hatte gehofft, dir zu begegnen. Komisch. Ich habe an dich überhaupt nicht gedacht. Komm und hol's dir. Komm schon. Nicht so schnell. Aua. Oh, die nächste Flugstunde. Yay. Ja, das war's wohl mit dem Jetpack, oder? Oh, hab ich dein kleines Jetpack kaputt gemacht? Spielt keine Rolle. Ich hab das hier. Scheiße. Verdammt. Gib's mir. Machst du dir wieder Notizen? Ach, komm schon. Je mehr ich kämpfe, desto mehr lernst du, stimmt's? Das nennt sich fotografische Reflexe. Es nennt sich einfallslos. Einfallslos. Ja, das heißt wohl, dass wenn er fotografische Reflexe hat, dass er immer wieder unsere Fähigkeiten kopiert. Dann müssen wir mal wieder ein bisschen variieren, was wir machen. Haken. Wer weiß? Ist sicher frustrierend, immer einen Schritt hinterher zu sein. Du willst die Chimera, oder? Was wirst du damit machen? Sie an den Höchstbietenden verkaufen? Ich will etwas viel wert. Und das wäre? Ich will die Überraschung nicht verderben. Autsch. Nicht gut. Boah. Oh, du Sackratte! Oh, oh, oh! Jetzt komm! Uah! Versuchst du noch immer es zu verstehen? Gibst du auf? Keine Chance! Also, wo hat dich deine Ermittlung hingeführt? Du bist nicht der Kopf hinter dieser Sache. Und das hier riecht nach Ablenkung. Schluss mit dem Gerede! Oh, erstmal getarnt. Nice. Feigling! Ich bin ein Feigling? Machst du keine Überraschungen? Komm, Finisher Strike. Mach dir nächstes Mal bessere Notizen. Das nehme ich. Das hast du wohl kommen sehen, was? Glaubst du, du hast gewonnen? Wovon verdammt nochmal redest du? Sieh dich um, Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern. Als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Mach halt die Klappe. Moin, Großer, was geht? Was passiert hier? Das sieht gar nicht gut aus. Die Stadt stürzt ein. Verdammt, das war ein Trick. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, los! Bitte! Scheiße. Das sieht gar nicht gut aus. Nein. Steve?
Na, ist die Kleine überlebt. Vor 5 Jahren stellten die Avengers der Welt unerprobte gefährliche Technologie vor, die Schaden in nie dagewesenem Ausmaß anrichtete. Der von uns allen geliebte Captain America kam während des versuchten Diebstahls dieser Technologie ums Leben. Tausende weitere Unschuldige starben und unzählige sind gezeichnet von den Ereignissen des A-Days. Hunderte erkrankten und wurden in seltsame Kokons gesperrt, aus denen sie mit gefährlichen, weltfremden Kräften wieder hervorkamen. Ohne eine bekannte Heilung hat sich die Krankheit im ganzen Land ausgebreitet und während sowohl S.H.I.E.L.D. als auch die Avengers versprachen, die Situation zu bereinigen, war es Dr. Banners Aussage, die das Ende einer Ära herbeiführte. Ihre sogenannten Helden haben San Francisco in eine hochinfektiöse Quarantänezone verwandelt. Sie haben mächtige Wesen entfesselt, die unsere Nation verwüsten. Viele Kranke lauern noch unter uns, unidentifiziert. Also frage ich Sie nochmal, Dr. Banner. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Ja. Ihre Aktivitäten wurden verboten und die einst mächtigen Helden gingen verschiedene Wege. Aber aus der Tragödie wird Hoffnung geboren. Nach der staatlichen Auflösung von Stark Industries glaubt Dr. George Talton, selbst ein Opfer des A-Day, und Gründer von Advanced Idea Mechanics, dass Wissenschaft die Lösung für die Probleme unserer Nation ist. Ich wünschte, ich wüsste, was Captain Rogers widerfahren ist, aber ich war weit vom Reaktor weg. Ich habe keine Antworten, aber eins verspreche ich Ihnen. Ich werde dank dieser zweiten Chance für Ihre Sicherheit sorgen. AIM findet ein Heilmittel für die Inhuman-Krankheit. Tröstende Worte an die Familien, die von der Krankheit zerrissen sind. Aber ist er zu selbstbewusst? Viele kritisieren die Taktik von AIM. Diese sogenannte Resistance-Armee wird jeden Tag stärker. Ich bin Phil Sheldon und berichte live vom A-Day-Jubiläum. Sie wollen einfach nicht sehen, was wirklich passiert. Jetzt kommt schon. Wo seid ihr denn hin? Es muss hier einen Hinweis geben. Ja, 5 Jahre sind jetzt vergangen. Hallo, ihr. Wenn ihr es rausfindet, kopiert alles. Wir finden euch dann. So ist es besser. Wow, Retro Stark. Können wir kurz reden, Peter? Ja, klar. Die Mädchen brechen bald zur Moschee-Freizeit auf. Es ist noch nicht zu spät, mit ihnen mitzufahren. Das war heute? Kamala, wir haben das besprochen. Auf die Freizeit mitzufahren ist die Gelegenheit, hier rauszukommen. Mal durchzuatmen, zu lachen. Nakia wird sehr enttäuscht sein, wenn du nicht fährst. Du hast recht. Ich überleg's mir. Gut. Sehr gut. Sie haben auch Eiscreme. Oh, und das Beste ist, es gibt keine Jungs, also viel Spaß. Ich hab dich lieb. Ich dich noch mehr. Aber du verstehst nicht. Okay, wo waren wir? Passworthinweis. Erste Liebe? Oh. Was? Komm schon, Kamala, du schaffst das. Oh, klar. Ja. Verdammt! Kommt schon, Jungs. Oh nein. Das kann doch nicht. Ja, das ist natürlich so selbstverliebt, wie er ist. Ich bin drin, ich glaub's nicht.
Ja. Alles kopieren. Gesegnet sei dein Riesen-Ego, Tony Stark. Oh, das sieht jetzt aber mal gar nicht gut aus. Nicht, nein. Nein, nein, nein. Oh, gesperrt. Ich weiß, dass hier ist was. Ich muss ins Hauptquartier. Da habe ich wohl jemanden aufgescheucht. Ich muss zum Hauptquartier und rausfinden, was auf dem Stick ist. Okay, bevor wir jetzt weitermachen, muss ich erstmal ein paar Sachen ansprechen. Zum Ersten, hat denn keiner mitbekommen, was die Avengers am A-Day wirklich gemacht haben? Dass sie eine Schalldisruptorbombe aufgelöst haben, die wahrscheinlich das Ganze nochmal gesteigert hätten. Und wieso werden eigentlich immer die Guten beschuldigt, das Böse zu sein? Zweitens, wie hat Tarleton es geschafft, von diesem Helicarrier runterzukommen, wenn er noch an Bord war, das Ding hochging? Wieso Cap nicht? Das verstehe ich nicht. Und wieso werden solche, wird das jetzt wieder auf die Avengers geschoben mit dieser Terrigen-Geschichte? Also ich muss das mal jetzt gleich mal erklären. Diese Terrigen, das ist keine Krankheit. Das ist genauso wenig eine Krankheit, wie es in den X-Men-Filmen mit dem X-Gen ist. Die Inhumans, die unterscheiden sich nicht großartig von den Mutanten aus Marvel. Der einzige große Unterschied ist, dass diese Inhumans keinen genetischen Ursprung haben, wie jetzt die X-Men durch Evolution und so weiter, bla bla bla, sondern dass dieses Inhuman-Gen, was viele Menschen in sich tragen, aber es nicht wissen, in Wahrheit von den Kree kommt. Wer Captain Marvel oder Guardians of the Galaxy gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Diese Kree, die experimentieren gerne an Menschen. Und in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. wurde es auch gezeigt in der Serie. Diese Inhumans waren so die ersten Sklaven in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte von den Kree. Und in der Zeit, wo sie versklavt wurden, wurden sie gentechnisch verändert und modifiziert. Und diese genetischen Veränderungen, dieses Inhuman-Gen, ist immer noch in vielen enthalten. Es wird allerdings nur aktiviert, wenn man in Kontakt mit diesem Terrigen kommt. Dadurch wirst du in diesen Kokon gehüllt, dadurch erhältst du diese Fähigkeiten. Das hat nichts mit den Avengers zu tun. Die Avengers sind nicht schuld an den Inhumans per se. Mag sein, dass das mit dem Terrigen jetzt keine gute Idee war. Allerdings kann man das jetzt nicht darauf schieben, dass sie diese Inhumans ausgelöst haben. Oh, solche Sachen regen mich auf. Es ist auch dieser Hass gegen diese Inhumans oder dieser Hass gegen die Mutanten in den X-Men-Filmen. Es ist so eine Sache, wo mir persönlich einfach auf den Keks geht. Ich bin kein Fan von solchen intoleranten Scheiße. Aber gut, zurück zum Game. Ich überlege aber gerade, weil der letzte Cut war jetzt nicht so gut. Dafür wäre das jetzt hier eigentlich ein ganz guter Punkt, vor allem weil wir jetzt sonst wieder einen größeren Storystrang anfangen würden und ich wieder so einen blöden Cut machen müsste, würde ich sagen, dass wir jetzt einfach den Cut hier machen und uns dann in der nächsten Folge wieder hören. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Bye.